Hallo Leute und herzlich willkommen beim weiteren Mod-Vorstellungsvideo auf meinem Kanal, heute mit dem Hausbilder-Mod. Und was der bringt, werde ich euch gleich zeigen. Ich zeige euch erstmal das, ja, mit einzige Rezept, was ins Spiel eingefügt wird. Und zwar geht das einmal so zu craften, mit einer Workbench in der Mitte genau, anstatt Erde. Früher ging es mit Erde, jetzt geht es mit einer Workbench. Das kann man mit egal welchem Holz machen, dann kriegt man den Hausbilder raus. Und das ist recht witzig. Also er ist relativ günstig von den Materialien, sage ich mal, dafür, was er bei optimaler Nutzung überhaupt machen kann. Und den kann man jetzt zum Beispiel wohin stellen. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Und zwar so stellt man den hin. Und dann sieht man, hier ist so ein Pfeil drauf auf diesem Block. Erstmal sieht es aus wie eine ganz normale Working Bench oder Workbench. Und dann ist hier so ein Pfeil drauf, der zeigt in diese Richtung, also ab diesem Block. Das ist jetzt wichtig zu wissen, denn wenn man hier reingeht, dann sieht man schon, okay, was ist das? Ja. Und das ist eigentlich alles, was man hier sieht, und man weiß noch nicht genau, was damit anzufangen ist. Und ich habe jetzt halt hier, möchte ich über meine Grube hier ein Haus bauen, und hier ist so ein Interface, bei dem man halt Sachen legen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Stein hinlege und würde jetzt auf Bild klicken, würde er hierhin den Stein setzen. Dann kann man das Ganze kopieren hoch. Hier möchte ich Copy. Eins hoch. Paste müsste normalerweise. Ich dachte mal, der tut es dann direkt. Egal. Sagen wir jetzt mal, wir können hier bis Level 5 hoch ein Haus bauen. Also könnte ich jetzt hier hochgehen, könnte hier noch einen Stein hinsetzen. Gehe wieder eins hoch. Noch einen Stein. Wieder eins hoch. Wieder ein Stein. Und Level 5 auch noch einen Stein. Auf Level 5 machen wir dann das Ganze hier so. Also man muss immer gucken, dass man. Wenn man jetzt hier da drauf guckt, dass es hier in diese Richtung geht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also von hier aus sind es 8 Steine. Also kann ich auf Level 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann noch 8. Dann geht es ja auch noch runter hier. Muss ich jetzt auch mal schnell gucken, wie viel ich da habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da habe ich eine ungerade Zahl, also. Gehen wir mal hoch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann kann ich das hier schließen. So, kleinen Moment. Weil jetzt möchte ich natürlich hier, also wir sehen 1 von unten und so, 2 von drüben. Jetzt gehe ich runter, gehe auf Stufe 1. So war das Muster. Und jetzt mache ich das überall. Dann müsste er, wenn ich jetzt gleich fertig bin damit. Moment. Noch auf Level 4. Hat er jetzt von Stufe 1 bis oben hin, baut er jetzt sozusagen dieses Haus, was ich hier in diesem Fenster, in diesem Gitter hier angelegt habe, müsste er aufbauen, sobald ich auf Create House klicke. Sobald ich da drauf klicke, verschwindet dieser Block, kommt auch nicht wieder. Aber dafür steht dann mein Haus hier. So, jetzt kann man natürlich noch hergehen. Auf der untersten Etage möchte ich überall Cobblestone dazwischen haben. Und die Etage drüber möchte ich hier zwei Cobblestone, möchte hier komplett durchgehend das haben. Oder hier vorne, das ist ja der Bereich hier, in dem möchte ich es auf der untersten Etage, ich nehme es mal ganz kurz raus. Da möchte ich nichts haben, weil ich möchte noch irgendwo rein laufen, da auch nicht. Dafür möchte ich dann hier Ziegelsteine haben oder so. Also man kann mit diesem Mod zum Beispiel dann auch so schwebende Steine machen. Jetzt mache ich hier hinten, mache ich einen schwebenden Block rein. Den mache ich auch auf Stufe 1. Der müsste dann da irgendwo oben drüber schweben. So, und in der letzten Etage könnte ich jetzt hier in der Mitte noch alles mit Ziegelsteinen irgendwie ausfüllen oder so, damit da so ein Dach erscheint. Da kann man also relativ komplexe Häuser vorplanen. Kann da seine ganzen Materialien reinlegen, und wenn ich dann auf Create House klicke, baut er mir hier das Haus hin, das ich gerade in diesem Gitter angelegt habe. Ist vielleicht am Anfang ein bisschen kompliziert, aber wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, da so eine dreidimensionale Vorstellung hat, wie ich sie jetzt gerade hatte, dann geht das alles relativ einfach, und die Grundmaterialien sind, wie gesagt, halt wirklich nur hier eine
Workbench, die geht ja so zu bauen. Dann nimmt man die, baut dann Bretter außen rum und dann kann man sozusagen seine Häuserprojekte ja kopieren. Und das Coole ist, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Haus hier, das ich hier habe, angelegt habe, also ich sag mal, ich nehme mir mal jetzt noch eine hier raus. Genau, dann wird das sein, was ich mir vorhin gedacht habe. Und baue hier noch eine Kiste hin. Jetzt mache ich hier drinne. Ich mache es jetzt einfach nur mal so zur Demonstration. So, hier. Mist, jetzt habe ich das rausgeschmissen. So, also ich habe jetzt unten normales Holz da. Jetzt kopiere ich das. Und füge das hier drüben ein. Irgendwie will er das nicht. Ich dachte, mit Copy-Paste könnte man das eventuell alles kopieren. Und dann hier drüben einfügen. Also geht nicht, aber ich zeig mal Great House. Dann baut er mir da das, was ich eben gerade vorgebaut habe, in diesem Gitter hier nach. Ja, das war eigentlich schon alles von diesem Mod. Mehr kann der nicht. Ich finde aber trotzdem, dass er relativ viel kann. Ihr seht, dieses komplexe Haus hier hat er relativ schnell aufgebaut. Was heißt komplexes Haus? Es ist eigentlich wirklich nur so eine Kiste. Aber man hat in diesem Grid ja etwas mehr Möglichkeiten, dann irgendwie hier verschiedenste Muster reinzubauen und dann Create House und dann macht er das. Ihr müsst aufpassen natürlich, dass er bis Stufe 5 hoch, deswegen habe ich das gerade gezeigt, bis Stufe 5 in diesem Gitter dann auch alles löscht, was da im Weg ist auf der Höhe. Was natürlich ja ein Vorteil ist. Ich mache noch mal eine Kiste mache ich noch mal ganz schnell, weil ich möchte euch zeigen, wo sich da so vielleicht ein Vorteil ergeben könnte, das zu nutzen. Und zwar gehen wir mal davon aus, ich möchte. Wo mache ich das am besten? Hier. Gehen wir mal davon aus, ich möchte hier diesen Berg hier einigermaßen löschen. Dann mache ich hier Great House und dann seht ihr, dann verschwindet hier diese Stelle. Natürlich hätte ich dann hier direkt auch noch ein Haus mit einpassen können. Aber das solltet ihr halt beachten, nicht, dass ihr euch eure Häuser oder irgendetwas wegsprengt, die ihr in eurer Gegend rumstehen habt, weil das wäre natürlich unschön, wenn ihr aufgrund von diesem Mod das dann macht. Aber wenn ihr halt wirklich so simple Häuser oder diese Häuser in der Stadt relativ schnell nachbauen wollt, das in so ein Gitter reinfügen, dann könnt ihr die Materialien dazu sozusagen lassen, bis ihr das Haus komplett fertig habt. Dann drückt ihr einmal auf den Knopf und es ist alles fertig aufgebaut. Ich persönlich finde den Mod sehr gut. Wer auch der Meinung ist, kann mir einen Daumen nach oben geben, wer das Video gut findet. Eigentlich, wer das Video gut findet und findet, dass der Mod gut erklärt worden ist, kann einen Daumen nach oben geben, das Video weiterleiten, pipapo, blabliblub und so. Und damit bin ich jetzt hier raus. Ciao Leute und bis zum nächsten Mod.